Mein Name ist Urs Lengweiler. Zusammen mit einem Team habe ich die Gesamtentwicklung des Projekts Glasiquartier geleitet. Das Leuchtturmprojekt Glasiquartier umfasst 580 Wohnungen und 35'000 Quadratmeter Gewerbefläche. Es gibt Wohn- und Arbeitsraum hier in dem Glasiquartier für 1'500 bis 2'000 Personen. Mit einem Leitbild hat man 2012 beim Start wollen Grundlagen schaffen für ein lebendiges Stadtquartier. Unser Ziel war es, hier einen lebendigen Ort mit einer hohen städtebaulichen Dichte für eine hohe Lebensqualität zu erzielen. Mein Name ist Stefan Gabriel. Ich bin seit 2014 aktiv im Glasi-Projekt beteiligt, im Entwicklungsprozess. Wir wussten von Anfang an, dass die 35'000 Quadratmeter Gewerbeflächen eine große Herausforderung werden. Die Flächen sind unterteilt in 5 Gebäude, wobei 2 Gebäude einer Mischnutzung entsprechen. Was wichtig ist bei solcher großen Fläche von Gewerbe, dass man eine klare Positionierung von Anfang an vorsieht. Es ist klar, dass der Erfolg sehr viel Geduld benötigt. Was wichtig ist über die Entwicklungsdauer, über die mehrere Jahre, dass man immer wieder die Positionierung hinterfragt und auf die aktuellen Marktgegebenheiten anpasst. Ein Vorteil war, dass wir neben der Entwicklung auch die Vermarktung durchgeführt haben. So konnten wir immer wieder auf individuelle Anforderungen von Interessenten schnell eingehen. Eine weitere Herausforderung war es, dass wir den Baubeginn über die Entwicklungsdauer nicht genau sagen konnten. Es hat sich aber gezeigt, sobald wir den Baubeginn durchgeführt haben, dass die verfügbaren freien Flächen zu Stärke wurden von den Gewerbeeinheiten und wir relativ schnell diese Einheiten auch vermieten konnten. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Entwicklung der Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss. Dabei ist es zentral wichtig, dass man von Anfang an die Gewerbeeinheiten auch richtig entwickelt und positioniert. Dabei haben unsere Entwicklungspartner im Glasi-Quartier ein Modell entwickelt, welches meiner Meinung nach einen Vorbildcharakter hat und sicherlich zum Erfolg führen wird. Das Fazit ist, wir haben viel positive Rückmeldungen bekommen von Nutzern, von Behörden, aber auch von Fachkreisen. Wir haben also folglich eine hohe Marktakzeptanz, beste Voraussetzungen für ein lebendiges Stadtquartier hier im Glasi-Quartier.